Ich denke, wir haben sehr viel geschafft. Und das gilt nicht nur für Österreich, dieses Wir, sondern für einzelne andere europäische Länder auch. Viele Institutionen und viele NGOs haben sich ungeheuer viel Mühe gegeben, bis über die Kräfte ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinaus. Und es ist sehr viel geleistet worden. Im Schulbereich sind Materialien für Lehrer vorbereitet, Lehrerinnen vorbereitet worden. Es hat natürlich auch Grenzen gegeben und ich sehe die Grenzen viel stärker in der politischen Debatte, wo viel gewettert worden ist, statt geholfen worden ist. Ich sehe die Grenzen auch bei Menschen, die wenig bisher mit Fremden zu tun gehabt haben, bei denen Ängste geweckt werden, die nicht notwendig sind. Und da auf solche Menschen muss man zugehen, man muss sich mit ihnen auseinandersetzen, manchmal einfach einen gemeinsamen Kreis machen, zu ganz praktischen Sachen wie gemeinsam kochen. Als, ich weiß nicht, wie es in Österreich war, ich habe damals in Deutschland gelebt, als die italienischen sogenannten Gastarbeiter, Arbeitsmigranten kamen, sind sie Spaghetti-Fresser genannt worden. Und heute kocht jeder Pasta. Als die türkischen Arbeitsmigranten kamen, hießen sie die Knoblauchfresser. Und heute kriegen wir das in jedem Markt und nutzen das. Es ist ein Prozess, der sich entwickelt, der aber auch Zeit braucht. Die Flüchtlingskrise von 2015/16 hat politische Auswirkungen gehabt in Österreich, auch in Deutschland. Unter anderem hat man befürchtet, dass Frau Merkel stürzen wird. Heute steht sie besser da denn je. Hat das etwas damit zu tun, dass die Aufnahme der Flüchtlinge halbwegs geglückt ist oder einfach, dass man sich gewöhnt hat? Wenn Sie aus der Erfahrung großer Migrantenströme sprechen, was könnte da die Ursache sein? Also ich denke, dass Ihr Aufruf dazu beigetragen hat, dass Menschen sich sehr stark engagiert haben, dass wirklich sehr viel geschafft worden ist, dass auch Institutionen, und das ist egal, ob in Deutschland oder in Österreich, die anfangs geklagt haben, das können wir nicht. Es ist ja auch berechtigt, wenn man nur eine begrenzte Anzahl von Mitarbeiterinnen hat, sich hinterher so organisiert haben, dass es in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle gut geklappt hat. Und ich denke, wenn ganz viele Menschen sagen, sie soll zurücktreten oder das schaffen wir sowieso nicht oder sie hat sich übernommen, das sind Leute, die sich das selbst nicht zutrauen. Wenn sie das kann, sehe ich nicht ein, warum andere das nicht auch können. Und im Libanon haben 5 Millionen Menschen 2,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Und ich sehe nicht ein, warum Österreicher nicht auch etwas und Österreicher nicht auch etwas leisten könnten. Müssen ja nicht so viel sein, aber Österreicher sind ja auch Leute, die etwas wollen. Wir haben 100.000 aufgenommen. Mhm. Der nicht ausgesprochene Konsens ist, damit ist jetzt die Grenze erreicht. Ja, diese Sache mit Grenzen erreichen. Ja. Also es ist eine ganze Menge gewesen, es ist viel erreicht worden. Aber Gesellschaften bewegen sich, es werden nicht die letzten gewesen sein. Und Gesellschaften bewegen sich auch. Jeder Flüchtling, der aufgenommen wird, hat auch bestimmte Bedürfnisse und kurbelt damit die Wirtschaft an. Da gibt es diverse Berechnungen, die alle nicht so ganz sicher sind, aber auf jeden Fall bringen sie nicht nur ihre Arbeit und ihr Humankapital ein, sondern werden auch Käufer von Gegenständen und tragen dadurch zur Wirtschaft des Landes bei. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, von den Fähigkeiten der Flüchtlinge zu sprechen, auch wenn sie erst auf die einheimische Wirtschaft, gewissermaßen an die einheimische Wirtschaft angepasst werden müssen, statt immer nur von Belastung und Problem zu sprechen. Die können ja auch was leisten und wollen das. Da gibt es allerdings das Argument, nur etwa ein Drittel sind Kriegsflüchtlinge aus Syrien, die grosso modo aus der Mittelschicht kommen. Ihnen nachgefolgt sind Afghanen, von denen sehr, sehr viele Analphabeten sind oder eine kaum taugliche Ausbildung haben, zum Teil dann auch noch Pakistani, mit denen das ähnlich liegt. Ich muss gestehen, ich denke mir auch manchmal, wenn ich
die sehe, die Afghanen, die in einem Heim in der Nähe von uns wohnen, diese jungen Männer, ich denke mir, was machen wir mit euch? Was sollen wir mit euch machen? Ja, also es kommen aus der Großregion von Syrien, also von der Mittelmeerküste bis hin nach Afghanistan Menschen. Es sind auch durchgehend Kriegsregionen gewesen. Es sind Kriegsregionen seit den 1830er Jahren, seitdem das zaristische Russland und das britische Imperium, das, was sie einfach lustig nannten, The Great Game, die unter den Menschen gelitten haben. Die Gegenden sind so zerstört, dass bis heute Menschen kommen, weil die Kriege ja auch weitergehen, das wissen wir alle. Und aus dem Habsburgerreich sind, wie wir es nennen, multilinguale Leseunkundige im 19. Jahrhundert abgewandert, weil das österreichische Schulsystem oder das habsburgische so miserabel war, dass ein Großteil der Migranten aus dem Habsburgerreich ohne Schreib- und Lesekenntnisse in den USA und Kanada angekommen sind und sich dort ihr Leben aufgebaut haben. Also das heißt, Sie werden es schon lernen? Sie müssen es lernen. Menschen wollen eigentlich ihr Leben gestalten und nicht immer am Tropf von irgendwelchen Hilfsleistungen hängen. Die große Angst, die aktuelle Angst, ist vor den Hunderttausenden, vor den Millionen Flüchtlingen, die am Nordrand des Mittelmeeres aus der Subsahara kommend darauf warten, nach Europa überzusetzen. Der österreichische Außenminister und nunmehrige Chef der konservativen Partei hat das zu seinem Thema gemacht. Es hat auch der deutsche Innenminister de Maizière hat schon Vorschläge gemacht, wie man die daran hindern soll, auf untauglichen Booten in See zu stechen und massenweise umzukommen. Ist das, jetzt einmal ganz grob gefragt, ein unabänderliches Schicksal, dass die einfach kommen werden? Nein, das ist kein unabdingbares Schicksal. Ja. Europäer haben ja auch irgendwann aufgehört auszuwandern. Ja. Es muss die einheimische Wirtschaftsentwicklung so sein, dass alle Menschen so ihren Lebensunterhalt verdienen können, dass sie mit sich selbst zufrieden sind und dass sie eine Familie gründen können, wenn sie es wollen, und auch Familienmitglieder, Kinder unterhalten können. Das hat in Europa geklappt, eigentlich seit den Gründerjahren, und wir wissen all die Probleme, die dabei aufgetreten sind und die vielen Migranten, die auch aus Böhmen nach Wien gekommen sind oder aus Schweden nach Norddeutschland. Das ist ein Prozess, der in Afrika schwieriger läuft. Es sind ja alte Kolonialgebiete, die nicht etwas Eigenes haben aufbauen können. Und ein Satz ist immer, wir kommen, weil ihr hier gewesen seid. Da ist so viel zerstört worden. Nun hilft uns der Blick in die Geschichte, nur das zu erklären. Natürlich nicht, um jetzt Ängste abzubauen. Aber Grenzschutz oder Grenzabschottung im Süden von Algerien und von Libyen oder Tunesien zerstört nur die lokalen Wirtschaften, die über die Grenzen hinweggehen, zwingt Leute dazu abzuwandern, erhöht den Flüchtlingsstrom. Die USA versuchen das an der Südgrenze Mexikos, hat auch nicht geklappt. Aktuell schlägt der österreichische Innenminister vor, die Südgrenze von Libyen, ich weiß nicht, wie viele tausend Kilometer das sind, und natürlich muss man dann auch die von Algerien und die von Tunesien zu überwachen oder eine Mauer nach Trumpschen Vorbild zu bauen. Das hat er nicht vorgeschlagen, aber er sagt, man muss die schon an der Südgrenze stoppen. Das ist doch faktisch unmöglich, oder? Das ist völlig unmöglich. Ja. Der dürfte eigentlich nicht Außenminister sein, um es mal so klar zu sagen. Innenminister. Der Innenminister war es. Ja. Dafür müssten Truppen dorthin geschickt werden und dafür gibt es keine Erlaubnis. Ich sehe auch nicht, dass es hier einen Haushaltsposten gibt, bei der Absicherung der Grenzen zu helfen. Ich sehe auch nicht, dass es einen EU-Beschluss gibt, EU-Truppen dort, es müssten ja Zehntausende sein, dorthin zu schicken. Ja. Nein, es ist ins Blaue geredet und ins Leere. Was halten Sie von der Idee, die auch der deutsche Innenminister de Maizière
hin und her wälzt, nämlich große Auffanglager wieder am Südrand oder in Nordafrika zu errichten, wo die Flüchtlinge einmal registriert werden, wo sie versorgt werden, von wo sie dann aber auch zurückgeschickt werden müssen. Das bedeutet doch auch einen riesigen militärischen Einsatz. Das bedeutet einen ungeheuren militärischen Einsatz, der mit Sicherheit von Europa nicht einfach zu bezahlen ist. Die Menschen können auch nicht zurückgeschickt werden, weil die Ausgangsgebiete ihnen keine Möglichkeit zum Leben geben, oft es lokale Kriege gibt. Man hat das ja versucht bei den diversen innerafrikanischen Krisen an der kenianischen Grenze, wo es seit Jahrzehnten riesige Lager gibt und die Leute nicht rauskommen und dauerhaft in den Lagern leben müssen und auch versorgt werden müssen, wenn sie nicht in den Lagern eine kleine eigene Ökonomie aufbauen. Das passiert allerdings zumindest in den Lagern in der Türkei und in Libanon. Dort entstehen eigentlich, oder auch Jordanien, glaube ich, dort entstehen eigentlich Städte. Es entstehen Städte, es werden ganze Generationen dort geboren, die nichts anderes kennen als Lagerleben und die dann auch nicht mehr die ursprünglichen kulturellen Identitäten hatten, sondern sich im Lager völlig vermischt haben und aus einer neuen Lagerkultur weiterwandern. Das heißt also, halten Sie es für realistisch, dass Nordafrika besiedelt wird, letztlich von Millionen Flüchtlingen aus der Subsahara? Nein, da braucht gar nicht diskutiert werden. Das geht nicht, das wollen die Gesellschaften nicht und das wollen auch die Migranten nicht. Das heißt, sie kommen trotz allem nach Europa? Oder man ändert, und das ist ein großes Ziel, die Weltwirtschaftsordnung so, dass nicht mehr Gewinne nach Europa oder nach Nordamerika, also einfach, da ist ja nicht Europa allein schuldig in irgendeiner Form, sondern es ist eine Weltwirtschaftsordnung, wo ständig Geld von Süden nach Norden fließt, trotz aller Entwicklungshilfe. Da spielt dann noch der Klimawandel eine Rolle, denn der kommt dazu, denn also es wächst einfach nichts mehr dort. Die Sahelzone ist Problemgebiet und da hat niemand Schuld dran, außer Klima. Ein Teil der Debatte hierzulande ist, warum Türken, die hier in einer freien Gesellschaft wohnen, auch wo der Alltag frei ist, frei von zig Vorschriften, dann für das unfreie System des Erdogan in der Türkei stimmen. Hat sowas in der Geschichte schon gegeben? Ja, das ist durchaus nicht neu. Die deutschsprachigen Auswanderer in die USA haben sich sehr gefreut, als plötzlich das militaristische Deutsche Reich entstand, wo sie genau wussten, dass die SPD, also damals noch Sozialistische Partei, unterdrückt werden würde. Aber sie waren endlich mal auf der ersten Seite der Zeitung in der Empfängerkultur, die sie sonst immer wenig geschätzt hat. Deutsche und deutschsprachige Österreicher haben auch nicht viel gegolten. Die tranken zu viel Bier, die haben zwar keinen Knoblauch gegessen, die waren zu laut in ihren Kneipen. Da hat es all diese Abneigungen gegeben und die haben sich sehr schnell dann wieder von einem Deutschland distanziert, das autoritär war und haben gespendet für die SPD im Untergrund. Letzte Frage. Sie haben untersucht die ganz großen Migrationsströme. Also Europa, 19. Jahrhundert, hat sich nach Nord und zum Teil auch nach Südamerika entleert, kann man also entleert. Ja. Aber ein halb Irland und Russland hat Millionen, Osteuropa insgesamt. Andere große Ströme waren, Sie sprechen da ich habe diese großen Migrationssysteme des 19. Jahrhunderts, wo wir immer an die über den Atlantik denken und dann oft auch nur nach Nordamerika denken. Es hat vorher das Sklavenmigrationssystem gegeben, Zwangsmigration, aus 12 Millionen aus Afrika in eine amerikanische Sklaverei. Die Folgen davon, mit denen müssen die Gesellschaften sich bis heute auseinandersetzen. Als Sklaverei abgeschafft wurde, ist im Indischen Ozean eine 5-jährige Zwangsarbeit eingeführt worden. Das hat auch wieder Millionen in Bewegung gesetzt. Aus dem agrarisch überbesiedelten
Kontinent, europäischen Russland, sind Menschen in den gut besiedelbaren Süden Sibiriens gewandert, auch wieder 10 bis 15 Millionen, und dann in die Städte, die neuen Städte Harbin und Vladivostok. Und schließlich haben sich noch aus dem verarmten Nordchina Menschen in die Mandschurei bewegt. Also wir haben das ganze 19. Jahrhundert ungeheure Wanderungsströme, und die Gesellschaften sind damit umgegangen, haben es geschafft und haben dort, wo die Migranten ankamen, die Arbeitskraft genutzt und Wirtschaft entwickelt. Das heißt, wir müssen uns daran gewöhnen. Ja. Wir können vielleicht ein wenig steuern. Richtig. Aber die ganz großen sozusagen säkularen Bewegungen können wir nicht verhindern. Können wir nicht grundsätzlich verhindern, es sei denn, wir schaffen wirklich eine andere globale Wirtschaftsordnung. Das Steuern, das wird ja meist nur negativ gesehen, und so wie es in der Politik oft verkauft wird, sehe ich es auch eher negativ. Aber ein Steuern, wie Kanada es tut, wie die USA es zum Teil tun, da scheinen mir die kanadischen Programme günstiger, ist in dem Sinne im Interesse von Migranten, dass Menschen mit dem Humankapital, was sie einsetzen können, nach Kanada kommen und dort auch eine Chance haben, einen Job zu finden. 10 Jahre nach Ankunft haben Einwanderer nach Kanada das Durchschnittseinkommen der Bevölkerung erreicht. Bei Flüchtlingen dauert es 5 Jahre länger, weil die ohne Vorbereitung kommen und sich viel stärker sich auf die neue Gesellschaft einstellen müssen. Und das sehe ich nicht, warum das in Europa nicht auch erreicht werden kann. Thank you.